In diesem Video besprechen wir die Formeln des Deltoids. Wenn wir die Skizze anschauen, sehen wir, dass die Seitenlänge A zweimal vorkommt und die Seitenlänge B zweimal vorkommt. Wir können auch so formulieren, das Deltoid wird begrenzt durch zweimal A und zweimal B. Und wir sehen auch, dass die Diagonalen normal aufeinander stehen, also im rechten Winkel. Damit werden wir den Flächeninhalt berechnen. Kommen wir nun zu den einzelnen Formeln. Wie gesagt, der Flächeninhalt des Deltoids wird mit seinen beiden Diagonalen berechnet, indem man sie multipliziert und durch 2 dividiert. Dann der Umfang des Deltoids, wie gesehen, Seitenlänge A kommt zweimal vor, plus Seitenlänge B kommt zweimal vor. Also zweimal A plus zweimal B. Das kann man auch noch zusammenfassen, wenn man will. Man kann den Zweier herausheben und dann würde die Formel lauten 2 mal Klammer A plus B. Der Innenkreisradius des Deltoids ergibt sich wiederum aus der Formel 2 mal der Flächeninhalt dividiert durch den Umfang. Das wären schon die 3 Formeln, die wir im Grundschulbereich für das Deltoid brauchen. Kommen wir noch zum Pythagoras. Da gibt es relativ viele Formeln, weil das Deltoid aus 2 Teildreiecken zusammengesetzt ist. Aus einem oberen und einem unteren. Das obere Teildreieck a² ist a, a ist die Hypotenuse, wird berechnet mit x hoch 2 plus Klammer f halbe, die Hälfte der Diagonale. Und das untere Teildreieck beim Deltoid wird berechnet mit y hoch 2 plus f halbe hoch 2. Also b² ist, die Hypotenuse ist gleich y hoch 2 plus f halbe hoch 2. Aus diesen beiden Grundformeln kann man jetzt x und y ableiten. Das ist wichtig für die Berechnung der Diagonalen. x² wird in diesem Fall berechnet mit a² minus f halbe zum Quadrat und y² wird berechnet mit b² minus f halbe zum Quadrat. Die Diagonale e ergibt sich dann, wenn wir die berechneten Teillängen x und y addieren. Und falls es die Rechnung erfordert, kann man natürlich auch f halbe ausrechnen. Da gibt es eben die 2 Möglichkeiten, entweder mit dem oberen Dreieck auch eine Kathete. In diesem Fall wäre die Formel f halbe zum Quadrat ist a² minus x zum Quadrat. Und die zweite Möglichkeit mit dem unteren Teildreieck f halbe zum Quadrat wäre b² minus y hoch 2. Damit hätten wir die wichtigsten Formeln besprochen. Weitere Aufgaben zum Deltoid findet ihr in der Playlist Deltoid hier auf YouTube oder auf meiner Homepage www.meinlernen.at. Viel Spaß beim Anwenden der Formel und bis bald hier wieder auf diesem Kanal.